Hallo, hier ist wieder euer Knochenbosel LP mit einem neuen Part von Pokémon Alpha Saphir. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und gehen jetzt in die erste Arena. Yeah. Oh, guten Tag. Du bist ein neuer Herausforderer, stimmt's? Ich bin ja Arena-Leiterin von Metaross City. Mein Name ist Felicia. Ich bin wieso sage ich mal Arena-Leiterin, obwohl das gar nicht stimmt? Ich bin Arena-Leiterin geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke, also fordere mich heraus. Ich freue mich schon auf unseren Kampf. Bis dahin. Die alte Leier. Wir müssen als letztes gegen Trainer kämpfen. Und wie man schon sehen kann, ist das eine Gesteinsarena, also können wir mit Hydropi die ganzen Trainer mit Leichtigkeit besiegen. Solltest du uns Trainer aus der Arena nicht unterschätzen, ich werde dir zeigen, warum. Ihr habt Gesteins-Pokémon. Und zeig mal, was du drauf hast. Teenager Gaston. Kleinstein. Kleinstein. Welches Level? Ach, Tanhell eignet sich nicht so gut in dieser Arena, aber er kann auch mal zeigen, was er drauf hat, auch wenn er im letzten Part ziemlich gefaulenzt hat, wie man gesehen hat. Ja, man sieht jetzt mal meinen Finger. Und wie man auch sehen kann, nehme ich mit meinem Weihnachtsgeschenk auf, nämlich mit einem Handy, aber ich werde immer noch nicht sagen, was es für ein Handy ist. Da werde ich noch ein Video raushauen, irgendwann, ich weiß jetzt nicht wann, aber es wird vielleicht, diese Woche wird es glaube ich nicht kommen, aber nächste Woche wird es so weit sein. Tackle hilft dir da nicht weiter, Kleinstein, du musst schon was Stärkeres auftreiben als diese Normalattacke, ne, das weißt du schon, ne. Bringt dich nicht weiter und das heißt, damit bist du besiegt, tschüss. Schade eigentlich. Hätte was Besseres rausholen können, aber egal. Noch ein Kleinstein. Okay, ich hätte noch nichts erwartet, aber wenn es halt meins, dann ist halt gut. So, tschüss. Ja, selektiv, ne? Ja, ich kenne halt ein paar Schwächen von ein paar Typen, aber jetzt auch nicht so viele Schwächen von den Typen. Ich weiß zum Beispiel, dass Gift anfällig für Boden ist und Elektroattacken nichts gegen Boden helfen. Also, da ist Pokémon mit Typ Elektro-Haar sind im Nachteil gegen Pokémon, die Bodenattacken haben. Also, ja. Wenn du es nicht mit mir aufnehmen kannst, kannst du gegen... wieso? Nochmal, wenn du es mit mir nicht aufnehmen kannst, hast du gegen Felicia erst recht keine Chance. Sag doch sowas nicht! Hallo? Ihr habt den anderen gerade mit meinem Wasser-Pokémon besiegt. Aha, ein Team Dominik. Ja, ein aus meiner Klasse ist auch Dominik. Ja, Tenhell, du hast zurzeit, glaube ich, nichts zu melden. Du hast sowieso, glaube ich, in diesem Part sowieso keinen Bock zu kämpfen, weil du immer noch faulenzt. Ich weiß immer noch nicht, was ich dagegen tun soll. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, aber das... Ich weiß ja nicht, was mit Tanhell los ist. Ich habe ja im letzten Part gesagt, er ist in der Pubertät, aber das kann ja nicht sein. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Also es ist ja eigentlich nur so, dass wenn das Pokémon zum Beispiel in der Arena, also zum Beispiel jetzt du bist in der ersten Arena und setzt sein Level 40 Pokémon ein und dann das ist halt so, dass es dann nicht gehorcht. Aber ich weiß auch nicht, warum es bei Tanhell so ist. Vielleicht kann er erst kämpfen gegen Pokémon Level 10. Kann ja auch sein, aber ich verstehe das einfach nicht. Ja, egal. Hydropi erreicht Level 15. Leute, nur noch 3 Level, bis er sich entwickelt. Und Tanhell erreicht Level 14. Nicht schlecht. Wow, du hast wirklich Talent. Kann man so sagen. Du kannst aber sagen, was du willst. Weil ich habe gegen dich gewonnen. Und noch eine Trainerin. Ich werde dich...
die Stärke des zweitbesten Schülers dieser Trainerschule spüren lassen. Ja. Eine Herausforderung von Schulkind Ariane. Kleinstein von, ja, Kleinstein. Die haben noch hier alle Kleinstein. Bestimmt die Arenaleiterin holt dann so ein Onix raus und, ja. Wieso gehe ich eigentlich nicht in mein Pokémon-Team und tausche Tanhill gegen Hydrobi aus, weil... wieso sage ich immer Metall-Pokémon? Stahl-Pokémon haben in, die sind zwar in Gestein-Arenen etwas stärker. Also, haben auch was mitzureden, aber Wasser-Pokémon sind noch ein Ticken besser. Ja, das war's, meine Liebe. So, jetzt sollte ich auch endlich mal aufpassen hier, weil dass ich nicht wieder Tannhill einsetze und Hydropie ist ein bisschen angeschlagen. Haben wir nicht einen Trank bekommen? Den setze ich dann ein, wenn ich Probleme bei der Arena drin habe. Aber jetzt... Nein, ich habe vergessen zu speichern. Och nee. Ist nicht dein Ernst. Ach, ist jetzt auch egal. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich war mir sicher, dass du und dein Pokémon-Team es bisher schaffen würdest. Dann zeig mir doch mal, welche Pokémon du ausgewählt hast und was für eine Taktik du dir zurechtgelegt hast. Wie ich ja schon erzählt habe, habe ich bei Pokémon X, beziehungsweise, ja, bei Pokémon X, gegen den ersten Arenaleiter verloren. Weil ich nicht gespeichert habe. Doch, ich habe gespeichert, aber, ja, ne. Aber wir haben ja noch einen Trank, wenn's mal brenzlig wird, haben wir einen Trank in der Tasche und können uns glücklich schätzen. Und ich glaube, mein Hydrobi hat das alles sowieso im Griff. Ja, komm, das ist... Ja, aber durch die Fähigkeit Robustheit, ja gut, dass du es abgewehrt hast. Robustheit verhindert halt daran, dass du das Pokémon sofort besiegst. Und das ist natürlich ein guter Vorteil für Kleinstein. Das war aber jetzt ein Nachteil für ihn, weil Wasser sehr effektiv ist. Ich meine, wenn ich Wasser über einen Stein kippe, dann wird er auch ein bisschen feucht. Ne? Nassknet, ein Stein-Pokémon. So. Okay. Wir sind bei 7 Minuten, das ist gut, weil bei Baum, ne? Ich kann ja zurzeit nur 7 Minuten lesen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Sekunden das sind. Naja. Ja, und wir haben Felicia besiegt. War das so leicht? Ist ja cool. Da habe ich wohl verloren. Es gibt noch eine Menge zu lernen für mich. 1680 Pokédollar. Juhu, wir haben es geschafft. Nanu Hydrobi entwickelt sich! Jetzt schon? Ich dachte Level 18! Ups, da hab ich mich verschätzt! Nämlich, Hydrobi entwickelt sich zu... Morabel! Glückwunsch, dein Hydrobi wurde zu einem Morabel! Er lässt auch eine Attacke. Lebensschuss. Mal gucken. Kann den Lebensschuss. Nein! Sorgt für viel Aufsehen. Kunststück stören. Bringt wohl nicht viel, also bringe ich sie ihm lieber nicht bei. Lebensschild. Nein! Och, wieso bin ich darauf bekannte Attacke behalten? Lebensschuss nicht lernen. Morabel hat Lebensschuss nicht gelernt. Warum auch immer. Ich verstehe schon, die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arenaleiter besiegt haben, dass sie erhalten. Bitte nimm den offiziellen Steinorden der Pokémon-Liga an. Wir haben den Steinorden! Unseren ersten Orden. Ist das nicht cool? Martin erhält den Steinorden von Felicia. Der Steinorden ermöglicht es dir, die VM-Zerschneider noch auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Außerdem hören alle Pokémon bis Level 20 auf dich. Auch solche.
die du von anderen erhalten hast. Per Tausch. Und dies möchte ich dir auch noch geben. Felsgrab! Das ich auch eigentlich gar nicht brauche, weil es fast nie trifft. Egal. Die Attacke Felsgrab richtet nicht nur Schaden an, indem der Anwender Steine auf das Ziel fallen lässt, sondern reduziert auch die Initiative des Gegners. Wenn du eine TM aktivierst, kannst du die Attacke im Handumdrehen einem Pokémon beibringen. TMs sind übrigens beliebig oft einsetzbar. Du kannst also nach Herzenslust herumexperimentieren. Das finde ich ja schon mal richtig gut. So, dann sind wir auch in dieser Arena fertig. Das war doch ein Klacks, aber die nächstfolgenden Arenen werden nicht so leicht werden. Da können wir... Was ist jetzt los? Glotzt aus dem Weg! Oh nein, Team Aqua! Was ist los? Warte, warte doch! Bitte, du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Das sieht nicht gut aus. Team Aqua macht schon wieder Ärger. Och nee, das hat uns noch gefehlt. Direkt nach der Arena muss sowas passieren. Wer hätte es gedacht? Und ich kenne dich doch. Du bist dieser großartige Trainer, der mich im Blütenburgwald gerettet hat. Hilfst du mir nochmal? Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss Devon Waren zurückbekommen. Ansonsten habe ich ein riesiges Problem. Mama Platz, ich erledige... Warte mal, erst will ich ins Pokécenter, weil ich werde auch noch mein Hydropi heilen gehen, bevor wir gegen Team Aqua kämpfen, natürlich. Das ist nicht die... Das ist die Arena von keine Ahnung, City. Ich habe jetzt den Namen vergessen, warum auch immer. Es ist mir peinlich. Gehen wir jetzt mal ins Pokémon-Center. So. Heilen unsere Pokémon. Natürlich nur Morabel. Ja, will ich. Ja. Ba-ba-da-da. Yo, dankeschön. So, dann gehen wir jetzt mal Team Aqua aufhalten und hoffen, dass sie nicht noch mehr Müll bauen, weil ich will das nicht. Und ich will auch nicht, dass sie andere Leute ausrauben, so wie diesen Wissenschaftler, und der jetzt auf einmal weg ist, keine Ahnung warum. Oh, zwei Routen fehlen uns noch, bis wir endlich das Pokémon halt, das Team mit, bis ich endlich mein Teammitglied fangen kann. Oder begegne. So. Ach, hier gibt's nur Eneko. Ja, das ist Eneko. Ich weiß aber nicht, was für eine spezielle Attacke es hatte, deswegen interessiert es mich auch eigentlich gar nicht. So, hier, so sieht es aus. Wir können hier, wenn ich Augen habe, ein Schwalbini und Zickzacks und noch und ein Flummel fangen. Die anderen kann ich jetzt nicht erkennen, weil ich schlechte Augen habe, deswegen. So, das ist wieder scharf, das Bild. Jetzt so. Wo gehen wir denn lang? Nein, ich will dich nicht haben, Eneko. Du bist zwar ein gutes Pokémon, aber nicht so ein starkes. Ich zeige dir nur zu gern, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Zeig mal her, das Ding. So, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Das ist ja ganz toll. Ein Merrill! Ach du meine Güte, ein Merrill. Och nee, das hat mir noch gefehlt. Also nicht vergessen, wo Hydropi hat wirklich Level 16, nicht Level 18. So, eine Wasserattacke bringt ja jetzt natürlich nichts. Boden, weiß ich nicht. Eigentlich bleibt uns ja nur noch Tackle. Tackle! Bam! Blubber! Ist es dein Ernst? Ja, doch, ist es. Aber Morabel ist ja jetzt ein Wasser-Boden-Pokémon. Es hat jetzt den Typ Boden hinzubekommen und das... Heißt, es kann jetzt auch... Ja. Also da sind die Bodenattacken halt stärker. Du besiegst Ricarda. Du bist mir haushoch überlegen. Schade für dich. Ja, dann gehen wir mal weiter. Da ist ein Strauch. Ich weiß aber nicht, wo man das Schneider kriegt. Das werden wir, glaube ich, erst im nächsten Part erfahren. Und ein Schwalbini ist uns zuvor gekommen. Nee, nicht zuvor sind wir begegnet. Was rede ich denn hier für Müll? Die Qualität von dem Handy ist besser als von der Kamera da, von der Sony. Ja, ich besitze eine Sony Cybershot. Und ja, was ist das denn? Schönes.
Metaflur-Tunnel verbindet Metaros City und Visuflur. Was steht da nochmal? Die Bauarbeiten am Tunnel wurden eingestellt. Warum denn das? Seid ihr eigentlich bekloppt? Ja, okay, es muss ja auch einen Grund geben, weißt du. Was mache ich nur? Pekko und ich haben gerade einen Spaziergang gemacht, als plötzlich dieser Schurke aufgetaucht ist. Der hat mir meinen Liebling Pekko geklaut. Pekko, meine liebe Pekko! Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Wir haben, das sieht doch nicht so gut aus, dass wir nur 3 Minuten haben. Ich war nur kurz scharf, so. Weil das ist manchmal auch unscharf und dann muss ich immer auf diesen Bildschirm tippen, damit es wieder scharf ist. Metaflow-Tunnel. Hier finden wir schon mal ein Pokéball. Pokéball. Natürlich. Wir finden einen Pokéball und darin ist ein Pokéball. Wie logisch ist das bitte schön? Was? Du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Ja, komm her, wenn du Stress willst. So, ich kämpfe jetzt nur mal mit Morabel. Und nee, warte mal, ich bring Tanhill nach vorne. Damit jetzt so mal ein bisschen was kämpfen hat. Und speichere vorher nochmal, falls ich verlieren sollte. Dass ich natürlich nicht tun kann. Grrr, was für eine Pleite. Das Pokémon, das ich als Geisel genommen hatte, hat sich als völlig wertlos erwiesen. Dann bin ich auch noch in diesen Tunnel geflüchtet, der eine totale Sackgasse ist. Hey du, forderst du mich etwa raus? Los, komm her! So, ich glaube mal diesen, ja. Team Aquarüpel. Pfiffchen! Ach so, du bist es. Ja, Pfiffchen, ne, komm mir bekannt vor. Vom Part 2, nicht? Um genau zu sein, ja, doch, Part 2 war's. Greif ihn an! Ja, Tanhill, gehorcht mir wieder! Tanhill, was hast du denn gemacht? Hast du dich zurückgezogen? Hattest du Angst? Oder wieso hast du dich nicht getraut anzugreifen? Jetzt hört er wieder auf mich! Das Problem ist gelöst, Leute! Er hört wieder auf mich! Hat man überhaupt die KP gesehen? Ich bin mal ein bisschen weiter weg hier, damit man nochmal was sieht. So. Du besiegst Team Rüpel, Aqua, irgendwas. Ich hoffe, man hat jetzt den Namen von Pfiffchen gesehen. Wenn nicht, dann muss ich weiter weggehen. Okay. Das ist einfach nicht fair. Der Boss meinte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Ich sollte nur ein paar Bauteile von der Diven Corporation klauen. Mehr nicht. Wenn du sie so dringend haben willst, dann nimm sie eben Divenwaren. Oder Devonwaren. Wie man's. Man nimmt, wie man's nimmt. Pekko! Da ist er. Was ist denn das? Ach, ein Wingull! Wingull! Pekko, ich bin nicht froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pekko verdankt ihr Leben. Man nennt mich Mr. Bruck. Und du bist? Ah, du bist also Martin, ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pekko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.